Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in TS Classic. Wir fahren heute in Rex 3 nach Payerbach und wir sollen erstmal hier die Leute einsteigen lassen, beziehungsweise die Lok aufrüsten. Das werde ich jetzt gerade bald machen. So, da nehme jetzt hier mal die automatische Aufrüstung. Und ja, das ist die neue Strecke von RSLO, Payerbach Wien Hauptbahnhof, 85 Kilometer lang. Ich habe die Strecke kostenlos von RSSLO zur Verfügung gestellt und wir schauen uns das heute mal ein bisschen an. Das Szenario, das wir hier spielen, kommt mit der Strecke mit. Ich habe das aber leicht angepasst. Einerseits habe ich das Wetter ausgetauscht, das ist das Armstrong Powerhouse Wetter. Ebenfalls die F-16 ist ausgetauscht. Das ist die F-16 vom Rayjet Advanced und nicht die Standard von RSLO. So, Türen sind offen. Guten Morgen und willkommen an Bord dieses Zuges mit der Nummer 2507, der nach Wiener Neustadt fährt. Er hält in Wien-Liesing, Mödling, Baden, Leobersdorf und Wiener Neustadt seine Enthaltestelle. Wir wünschen Ihnen allen eine angenehme Reise. Ja, und der RB Enhancer ist auch mit am Start für die Ansagen. Ich dachte, das wäre mal ganz was Nettes. Mal schauen, ob das synchron ist. Ja, wunderbar. Und dann brauche ich noch schnell meine DS-Tools. Sehr gut. PCB ist scharf. Und dann würde ich sagen, abfahren. Das ist doch einfach schön. Zugbeeinflussung. So, nächster Halt ist Wien-Liesing. Schneller hier. Na, nicht zu schnell, bitte. So, jetzt aber. Einhundert. An der Stelle schon mal schauen, ob wir eine Fahrgastansicht haben. Ja, die haben wir. Ja. Das Licht ist hier aus. Haben wir da noch weitere Ansichten? Ja, können hin und her gehen. Hinten haben wir übrigens. Oh, ich gehe mal hier ein bisschen raus. Steuerwagen dran. Moin, Kollege. Und rein von der Authentizität, wie real die Strecke nachgebaut ist zum Original. Kann ich nicht beurteilen, das müsst ihr beurteilen, falls ihr die Strecke kennt. Na, der Abhang sieht aber nicht so schön aus hier. Oh, rauf auf die 120. Ja, was kommt als Rollmaterial denn so alles mit? Also einerseits die Standard 1116, dann als Wagen der ÖBB BMP ZI, der BMZ 2191-1, der BMP ZDL, den wir mal gerade hinten ran haben, dann Güterwagen SMPS, dann Habins-Wagen sind mit dabei, Eanus-Wagen sind mit dabei, die ÖBB 1293 als KI ist mit dabei, könnt ihr also nicht fahren. Das gleiche gilt auch für 40, 24 bzw. 23 und die 1063 ist ebenfalls nur als KI mit dabei. Dann der Steuerwagen,
8633, den wir hinten dran haben, ist ebenfalls nicht fahrbar, nur mit KI. Die gibt es aber übrigens bei RSLO, falls man mit dem fahren möchte. Zu der ganzen Strecke gibt es auch schon ein Szenario-Pack, kostet 4,99. Strecke selber ist bei 29,99. Und ja, mal schauen, wie das Ganze hier so aussieht. Nächster Halt. So, dann wollen wir hier mal langsam bremsen. Da vorne ist es schon. Performance ist irgendwie nicht so super auf der Strecke. Södre. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Sehr gut. Türen auf. Gehen wir mal nach draußen. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Zumindest die Umgebung sieht ja jetzt mal gar nicht so schlecht aus. Bahnhof an sich. Ja. Uhrzeit stimmt. Dass der Sekundenzeiger nicht geht. Hätte ich jetzt erstmal auf den ersten Blick nichts auszusetzen hier. Oh, diese Select-Automaten. Hey, sind das schon die neuen? Ja, cool. Sind schon die mit kontaktlos. Schade ist irgendwie, dass wir halt mit dem Steuerwagen hier mit der Strecke nicht fahren können. Interessanterweise ist das hier modelliert. Ach, Steuerwagen kommt auch noch irgendwann. Was haben wir hier hinten? Ja, das passt. Ich meine, jetzt überall das gleiche Auto, aber wird man jetzt eh eigentlich nicht sehen. Oh, der fahren sogar da hinten. Ja, dass jetzt hier nicht ausdetailliert ist, ja, ist okay. Wie gesagt, würdest eh nicht sehen. Zumindest rund um den Bahnhof haben wir hier Details. Ja, okay. Passt erstmal. Da würde ich mir ein bisschen mehr Grünzeugs wünschen, damit das hier nicht so eine harte Kante ist. Okay. So, da, wir dürfen dann in Kürze wieder weiterfahren. Was sagt das Interface dazu? 7. Ne, wann ist Abfahrt? Oh, das erste da gar nicht. Ja, ist egal. 23. Oh, da bin ich ein bisschen zu früh weggefahren. Ah, die Talos ist halt schon eine schöne Lok. Also wer den Railjet Advanced noch nicht hat, unbedingt holen. Also einerseits Railjet und einerseits geile 1116. Und ein paar schöne Standardlackierungen mit dabei. Also die kommt auch mit dazu. Mit dem Lokführerschein. So, rein hier. Warten wir die volle Minute noch ab. Dann kommt Mödling, Baden, Leobensdorf, wieder ein Neustart. Moment. Interface gehen wir kurz weg. Ah, wie in Meidling war das. Okay. Söderli. Komm. Kann losgehen. Mal schauen, ob mich die PCB heute mal erwischen wird.
So wie ich mein Glück kenne, immer. Bei jeder Fahrt. Mindestens einmal. Ja, da liegt der kleine Bahnhof hier. Geil. So, jetzt lass mich bitte bloß nicht ausbremsen. Oder da, da wären wir da beinahe bei unserer Reisegeschwindigkeit. Das ist auch von den Häusern her. Schön abwechslungsreich hier. Der Bahnhof ist auch nett. Wie sieht es denn aus mit Panoramic Cam? Haben wir hier da was Schönes? Ah, immer die Cam von oben. Nee, ist doof. Oh, Strebergärten. Kann ich eigentlich. Oh, Scheiße, davon ist möglich schon. Ach, das habe ich gerade voll übersehen. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteig. Ah, hart bremsen, hart bremsen. Jedes Mal, wenn ich mich umsehe. Ich glaube, ich sollte einfach sitzen bleiben und nach vorne gucken. Au, da sind jetzt mal ein paar Leute durch den Balkon geflogen. Tut mir leid. Es gibt keine gute Bewertung. Okay, da werden wir etwas grob angekommen in Mödling. Ah, okay. Mein Kollege. Ah, Park and Ride vermutlich. Wo fahren die da rein? Nicht umgesetzt. Gibt's hier noch weiter? Ja, aber oben drüber ist eine Straße. Bahnhofsgebäude. Ja. Kann man gelten lassen. Gefällt bisher. Was ist das hier? Ist das wirklich so? Dass da mit den Büschen hier abgegrenzt ist? Ich meine, das schaut ein bisschen komisch aus. Mal das noch dazu, aber wissen ja da, über das hier da drüber und von da hinten darunter. Macht da irgendwie gar keinen Sinn, oder? Also wenn ihr Bahnhof besser kennt, ist das da wirklich so? Sehr schräg. Oh, da kannst du solche Details hier mit dabei. Oh, das wäre nichts für mich, sowas zu bauen. Und dann die ganzen Modelle dazu. Mein Kollege. Und da haben wir noch eine kleine Güterabstellung.
wo wir Spaß haben könnten. Endet das Gleis? Ja, das Gleis endet da. Ah, da ist auch noch ein Industrieanschluss hier. Also da könnte man auch mit irgendwas reinfahren, wenn man möchte. Irgendwas Holzmäßiges, so wie es aussieht. Hat's hier? Ja, hat's. Ja, gut. Dann gehen wir mal wieder rein in unsere Lok. Zeit zum Abfahren. Sehr gut. Nächster Halt, Baden, in ungefähr 10 Kilometer Entfernung. Da will ich diesmal ein bisschen besser anhalten, als wir hier. So, perfekt. Und jetzt eine bessere Panoramic Cam. Ah, es ist wieder von oben. Mensch, ist aber gut, was los hier auf der Strecke. Gleich haben wir unsere Reisegeschwindigkeit. Wunderbar. So soll ich es nochmal machen mit Panoramic. Ne, das ist Fahrgast. Ach man, alles muss man selber machen. Also, sie setzen wir uns mal hier hin. Sehr schick. So, Farbnehmen brauche ich auch noch von irgendwas. Auf die. Oh ja, hier auf dem Bahnsteig. Komm, 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 komm. Neues. Schon wieder der nächste. Mensch. Alle paar Minuten Zug hier. Was eigentlich so für Landschaftsaufnahmen noch ganz geil wäre, ist, wenn man noch so eine Art Drohnenkamera hat, die ein bisschen weiter oben ist. Also momentan ist ja der Fixpunkt da in der Mitte von der Lok. Wenn der jetzt ein bisschen 50 Meter weiter oben wäre, dann wäre das sehr praktisch, was ich dann da so ein bisschen umsehen könnte. So, knapp 3 Kilometer noch bis nach Baden.
Süde, wenn wir mal langsamer. Ankündiger gewesen dafür. Moin, Kollege. Hatte Spaß, wenn man sein können mit der Bremse. Alles andere als ideal. Sind wir riesgradig gefunden. Gut. Wie gehen wir das dann kochen? Oh, das ist schlimm, wenn man Hunger hat und irgendjemand kocht und es riecht halt richtig gut. Mensch, ist aber sportlich da in der Gegend. Vor allem mit dem Fahrrad unterwegs. Hä? Milch? Wie Milch? Hä? Einfach so Milch ohne Kontext? Ist das eine Molkerei oder sowas? Okay. Kann man machen. Auch da wieder Autopark. Ein Haufen Parkplätze. Oh, cool. Okay. Jetzt muss ich da auf die andere Seite durch. Und damit den Lift nach oben. Der kleine Bahnhof hier. So, Abfahrt steht kurz bevor. Südli. Nächster Halt ist Liebersdorf. Ungefähr 7 Kilometer. Entschuldigung. Abgesehen vom einfach bremsen, glaube ich, läuft die Fahrt bis jetzt eigentlich ganz okay. Eigentlich könnte ich ein bisschen mehr mit der Vectron fahren. Lieber die Vectron Advanced und die von dem einen anderen Entwickler. Das fällt mir gerade der Name nicht ein. Da habe ich mir mal beide cool gehabt. Aber bin de facto noch nicht wirklich mit denen gefahren. Das einzige Nervige sind halt wirklich diese kleinen Lademomente, was TS Classic da immer wieder hat. Wann wird der mal so richtig performant sein, TS Classic? Hier mal rumstehen. Ja, inklusive Perron.
Was ist da los? Ach nö. Einmal runter auf 100. Ja, voll doof. Da hätten wir die 100. Da steht aber auch ein bisschen beschissen da hinterm Masten. Was? Nein! Es war so klar. Ja, ich weiß. So, möchtest du wieder lösen? Okay, ist dabei. Es war so klar. Unser Zug ist derzeit gestoppt. Bitte versuchen Sie zu Ihrer Sicherheit nicht, die Türen zu öffnen und bleiben Sie auf Ihren Plätzen sitzen. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Danke für die Durchsage. So indirekt sagen, ich bin doof. Ach Mann. Wo ist der Bahnsteig da vorne? Mann, so kurz vor dem Ziel. Ach ja, dann haben wir halt eine kleine Verspätung. Die meinen sich auch was denken da am Bahnsteig. Und der voll reingeschossen und bleibt erstmal da hinten stehen. So, langsam bremsen. So, wir haben es geschafft. Was haben wir denn da vorne? Alles klar. Und da geht's dann wieder raus hier. Oh, Güterzug. Nee, doch nicht. Was macht die Umgebung hier? Eigentlich auch da, ganz okay. Ich hätte einfach gerne mehr Grünzeug. Da gerade um so ein paar Kanten zu kaschieren, aber. Ja, okay. Ja, und vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung, was die Autos betrifft. Okay. Bremsen lösen. Abfahrt. Der nächste Halt, Wiener Neustadt. 14 Kilometer entfernt. Schlenker hier.
Gut, vor uns alles frei. Dann können wir mal wieder Gas geben. Mensch, das ist aber ein niedlicher Bahnübergang hier. Ich bräuchte irgendwie noch einen netten Screenshot so von der Seite. Ja, toll, Baum. Mensch, ist gerade ein bisschen blöd hier. Zu viel Grün. Ah, hier vielleicht. Oh, Foto. Ja. Ich denke, da ist was Gutes mit dabei. So, und das müsste eigentlich auch unser letzter Halt sein. Jo, letzter Halt. Wir können uns auch die Strecke mal kurz in der Übersicht ansehen. Hoffentlich klatscht es mir da keine. Also, so sieht das Ganze hier aus. Gestartet sind wir da oben. Und Endziel ist auch wirklich effektiv. Nein, Moment, die Strecke wird noch ein bisschen weitergehen. Ist Feierbach. Aber dann haben wir wenigstens einen Teil mal hier gesehen. Ein paar Stiche auf die Seite für KI und Co. Es ist schon kommen. Da wird vermutlich so eine Merch-Route irgendwann mal kommen. Schauen wir uns aber auch ein bisschen Platz zum Abstellen hier. Sag mal, das ist die ganze Zeit, regelmäßig. Macht die Taurus das wirklich durchgehend? Oh, ich würde einen Anfall kriegen, wenn ich da den ganzen Tag in der Taurus drin sitze. Da jedes Mal dieses Ventil abgeht. Moin, Kollege. Also Takt ist schon nicht schlecht hier. Ja, also ich würde sagen, von der Allgemeingestaltung sieht es eigentlich ganz gut aus. Kann man erstmal so durchgehen lassen. Und auch das Rollmaterial ist soweit okay. Man schaut, es hat sehr viel KI. Die F16 von RSSLO, die ist ja Durchschnitt. Ist jetzt nichts Besonderes, also da würde ich halt austauschen, aber ansonsten für Budgetfahren reicht's aus. So, 3 Kilometer noch. Du. Ah, doch schon wieder. Es leuchtet gelb. Ja, ja, ich bremse ja schon.
Ja, vielleicht ein bisschen mehr bremsen. Okay, Safe Zone. Besser. Wir erinnern Sie daran, dass es verboten ist, im Bahnhofsbereich zu rauchen. Oh, danke für den Hinweis. Für Ihr Verständnis. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Reise und wir wünschen Ihnen einen schönen Tag. Ist aber nett. So, oh, Performance ist jetzt hier gerade voll super. Da wären wir in der Wiener Neustadt. So. Ja, netter Bahnhof hier. So, wo ist mein Lieblingsmagnet? Da vorne. Da ist er. Südli. Halt mal an hier. Wunderbar. Ah, falsche Taste. Wollte ich die Türen aufmachen. So, liebe Leute. Das war der Ausflug auf der neuen Strecke Payerbach-Wien von RSSLO. Ich würde sagen, besser als das, was ich sonst ab und zu mal gesehen habe. Von RSLO. Und ja, hab gesagt, die Strecke wird noch weitergehen. Ich würde sagen, Daumen nach oben jetzt mal von meiner Seite. Wie hat es euch gefallen und vor allem, wie realitätsnah ist die Strecke, wenn ihr sie kennt? Schreibt es gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder beim nächsten Abenteuer. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.